Hallo meine lieben Damen und Herren, Mädchen und Jungs. Herzlich willkommen auf der Vienna Comics, wo man ganz offensichtlich in der Menge untergeht. Was glaubt ihr, ist der Unterschied zwischen Manga- und Comic-Fan? Ich nehme mal an, dass das das Alter möglicherweise ist, dass Comics-Fans älter sind, eine ältere Generation. Da kann ich Robin nur beistimmen, das glaube ich auch. Und vor allem Manga ist ja doch um einiges jünger als Comics. Gibt es ja noch nicht so viel. Und ich glaube, dass da doch viele jüngere Personen dann eher aufs Manga stehen und die Älteren, die kommen dann zum Batman, zum Superman und machen das Comics-Zeug. Okay, danke schön. Frage, aus welcher Serie kommt ihr? Italia! Und was ist mit dir? Nicht aus Italia. Okay. Das ist nicht bei den Anime. Du, erzähl uns mal was über deine Rolle. Ich bin jetzt eine Miko aus Kuwait. Ich bin eine Sängerin. Okay. Und wie lange macht ihr das schon? Ich glaube schon seit 2 Jahren. Ja. Was glaubt ihr, ist der Unterschied zwischen Manga- und Comic-Fans? Also Comics kommen mehr aus Amerika und es wird nicht so oft gecosplayt. Also eigentlich fast gar nicht. Es wird eher kostümiert. Ja, also es wird eher kostümiert. Und es sieht so einheitlich aus. Ja. Und bei Mangas, es ist eher verniedlicht und man braucht auch viel mehr Aufwand, wenn man das macht. Und es kommt auch aus Japan. Das ist das Größte. Und es ist halt sehr weit verbreitet. Ja. Das wird also mehr in Amerika gefeiert und wird bei uns eher mehr oder weniger mit Cosplays oder Kostümen und so gemacht. Und die Anime- und Manga-Fans in Österreich oder halt überhaupt Europa machen auch wie wir mehr Cosplays. Willst du auch noch deinen Senf dazugeben? Sag einfach, Hesse! Ah, wir sind awesome Prussia. Aua! Super, danke! Wir haben da jetzt die Cosplayerin von Loki Lofison hier sitzen. Du hast doch schon Videos gedreht in aller Öffentlichkeit, die Nils-Szene von Loki in Avengers. Also würdest du sowas noch einmal machen? Würde ich schon gerne noch einmal machen. Es war sehr lustig und die Leute haben super mitgemacht. Ja, super. Und wen cosplayst du noch so nebenbei? Von Dick Rayman, Kandayu. Und von Skyrim jetzt meinen eigenen Main-Character und Wilkes und Aela the Huntress. Also eher im Bereich Mittelalter und Skyrim Adventure. Okay, und was sind so deine Projekte für die Zukunft? Also im Moment zeichne ich sehr viel, mit meinem Stand sieht man ja. Und sonst ja Cosplay-Bereich wirklich eher so Mittelalterfeste, Larpen vielleicht. Ich bin sehr zu der Seite rübergewandert. Okay, super, danke schön. Hi guys, my name is Juliet Starling
and I'm a zombie hunter. Today is a very special day. It's my birthday! Oh, look! That's a present! It must be from my family. Let's see what's inside. Oh my gosh!